Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Robo-Fußball-Bundesliga. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber heute ist es wieder soweit. Der 15. September ist da und ich würde sagen, wir legen los. Heute mit spannenden Duellen, zum Beispiel Dortmund gegen Leverkusen, Bayern gegen Mainz, Stuttgart gegen Düsseldorf, die beiden Derby-Verlierer, die noch kein Tor in dieser Saison erzielt haben, oder Greuther Fürth gegen Schalke 04, der erste gegen den letzten. So doof es sich anhört, Greuther Fürth ist erster. Naja, egal. Ist ja Robo-Fußball, da ist schließlich alles möglich. Okay. Tja, dann würde ich mal sagen. Wo zur Hölle ist der Basketball hin? Habe ich die letzte Mal einfach schon? Oder? Ach, egal. Aber sowas macht man dann immer erst während der Aufnahme. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, dritter Spieltag. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Duell. Der FC Augsburg trifft auf den VfL Wolfsburg. Los. Wow, der fliegt schön. Der ist noch nicht zu Ende. Ich wusste es doch. Augsburg vor dem Wolfsburger Tor. Drüber. Aber jetzt 1-0 für den FC Augsburg. Aber das könnte der Konter sein. Ist es aber nicht. 2-0. 3-0. Wie gesagt, der hat ausgelöst, der aber nicht. Der FC Augsburg besiegt den VfL Wolfsburg mit 3-0. 3-0. Dann geht's weiter mit Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Beide nicht so toll gestartet. Dortmund 1 Punkt, Leverkusen 0 Punkte. Und ich würde mal sagen, die sind jetzt beide auf der Die sind jetzt beide auf Punkte aus. Also, los geht's. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Und Dortmund vorm Tor 1-0, sie gehen in Führung. Vergessen. Okay, nochmal. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Es gibt schon so Spiele, da dauert es ewig. Dann eben jetzt. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Und Dortmund führt schon wieder 1-0. Keine weiteren Tore bisher. Das war... Da musste ich nochmal gucken. Das war kein Tor. Ganz klar sichtbar. So, im Hintergrund hat jetzt eine Anwendung am Lauf. Das heißt, es könnte vielleicht ruckeln. Irgendwann mal demnächst, solange ich das jetzt zumache. Das war kein Tor. Wie gesagt, Dortmund führt immer noch 1-0. Ich glaube, diese eine Aktion war kein Tor, das war auch kein Tor. Das war ein Tor. Steht 1-1. Das werde ich dann nach der Aufnahme kontrollieren, nicht jetzt. Das heißt, ich bin der Unwissende so lange. Ich sehe dann einfach als Callout Tor oder nicht Tor. Solange muss ich das Ergebnis noch offen lassen. Tut mir leid. Obwohl, naja, muss ich es offen lassen? Nein. Ich glaube nämlich, dass es kein Tor war, bin mir da relativ sicher und darum steht es 1-1. Kurze Aufnahme, Schnitt. Und damit geht's weiter mit Robo-Fußball. Das zweite Spiel sollte dann jetzt beginnen. Das ist Bayern München gegen Mainz 05. Da, Mainz. Was kann man zu denen sagen? Also Bayern 3 Punkte. Mainz 3 Punkte. Die haben beide schon ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Aber was jetzt rauskommt, werden wir ja sehen. Bayern gegen Mainz. Und
habe das Spiel zu früh gestartet. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre asynchron. 1:0 für den FC Bayern. Das könnte die Chance zum Ausgleich sein für... Nein, das ist das 2:0 für Bayern. Ob das wieder so ein Schützenfest gegen Stuttgart wird? Ich hoffe es nicht. 3:0? Vielleicht, aber ja, wären die Stuttgarter nicht die einzigen Deppen. Also wie gesagt, hier im Robo-Fußball hat Bayern mit 4:0 gewonnen. Nicht mit 6:1 wie im echten Fußball, das sollte man nicht verwechseln. Doch hier gewinnt der FC Bayern klar mit 3:0. Fallen ja ordentlich Tore hier. Dann geht's weiter mit dem vierten Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Nürnberg. Da, Mönchengladbach. 6 Punkte auf dem Konto. Nürnberg hat einen. Aber hier ist, glaube ich, klar. Los geht's. Es fällt noch kein Tor. Aber könnte gleich. Nürnberg mit der großen Chance, aber sie geben. Der löst nicht mehr aus. Es steht 0:0. Gerade sage ich, es fallen viele Tore. Toll. Also, für das nächste Spiel platziere ich den Ball ganz da oben und den Roboter ganz da unten. Und es lautet VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf. Wie gesagt, beide Teams haben noch kein Tor geschossen, stehen ziemlich weit unten in der Tabelle. Mal sehen, ob es heute besser wird. Ich hoffe, es geht nicht 0:0 aus. Los geht's. Das war leicht unfair. Wie gesagt, das mache ich nicht. Eins zu 0 für den VfB Stuttgart, das ist aus dem Tor gefallen. Und damit steht 2:0. Okay, war jetzt nicht unbedingt so spannend, aber immerhin 2 Tore. Stuttgart macht die ersten Buden im Jahr, Düsseldorf geht leer aus. Das sind beide Vereine, die ich mag. Naja. Aber das spielt ja beim Robo-Fußball eher keine Rolle. Jetzt kommen wir zum Nerd-Derby, nämlich Hannover 96 gegen Werder Bremen. Das wird schön spannend. Werder Bremen, wo sind denn die? 3 Punkte, Hamburg 6 Punkte, beide Spiele mit 1:0 gewonnen. Das ist nicht so wie im echten Fußball, dass die jetzt gegen den Abstieg spielen. Nein, hier spielen sie relativ weit oben. Noch. Aber los geht's mit. Moment! Hannover gegen Bremen, nicht Bremen gegen Hamburg. Nein, Hannover ist auch so weit oben, also. Los geht's. Das ist unfair. Für den Bremer. Also, sie legen schon mal gut los. Es steht schon wieder 1:0 für Hannover. Und damit steht es 1:1. Ich labe auch nicht so viel, denn ich sollte mich ja ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Das ist jetzt zu Ende. 1:1. Und damit kommen wir schon zum Duell Tabellenerster gegen Tabellenletzter, nämlich Greuther Fürth gegen Schalke 04. Fürth 1:0 gegen den FC Bayern, 4:2 gegen Mainz 05. Schalke 0:1 gegen wen noch? Gegen Hannover und gegen Augsburg. Ich weiß den Spielplan nicht auswendig. Aber ja, ist klar, dass die jetzt auf den Rausch setzen.
Und Kräuterfurt natürlich den Rückenwind mitnehmen will. Los geht's, Kräuterfurt gegen Schalke 04. Wie gesagt, der Ton ist nicht asynchron mit der... Also das Spiel ist nicht asynchron mit der... Sprachaufnahme. Das Bild halt. Das beweise ich mit einem kleinen Klick. Habt ihr gesehen, da wo der Roboter auf einmal grün wurde? Nicht mehr grün wurde. Sorry. Oder? Ja, genau so ungefähr. Ich hoffe, das hat man ein bisschen gehört. Denn ja, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut in dem Video, mache ich gerade. Egal. Weiter geht's mit Kräuterfurt gegen Schalke 04. Boah, Headshot. Und 1-0 für Kräuterfurt. Der Favorit heißt ja eigentlich ja Schalke 04, aber dank der Tabellenkonstellation ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Und das steht 1-1. Das war ein Tor. Oder? Aber dann kam nichts mehr. 1-1. Heute wird mit dem ersten Punktverlust. Wie gesagt, falls ich irgendein Ergebnis falsch sagen sollte und Tor nicht mitkomme, weil ich gerade wieder irgendwie nicht aufpasse. Im Video werden Anmerkungen gemacht in Form von Camtasia Callouts. Und die zeigen dann immer das richtige Ergebnis an. Weiter geht's mit dem Duell Freiburg gegen Hoffenheim. Also Freiburg 3 Punkte, Hoffenheim hat 1 Punkt. Hoffenheim hat noch kein Tor erzielt und Freiburg nur 1 kassiert. Egal, weiter mit dem Spiel Freiburg gegen Hoffenheim. Hoffen, dass sie nicht in die falsche Richtung gibt. Hoffenheim mit dem 1-0. Freiburg gleicht aus, es steht 1-1. 2-1 darf mir das gerne fallen. Oder 2-1 oder 4-2 oder 5-2. Damit steht es 2-1 für Hoffenheim. Ja, das Spiel endet mit 1-2, da der Fehler nicht mehr überschreitet oder auslöst. Und Hoffenheim mit dem ersten Sieg. Das gerade im Derby. Also, dann kommen wir auch schon wieder zum letzten Spiel des Spieltags. Und zwar zu Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV. Moment, das war unfair und ich erzähle erstmal was zum Spiel. Nämlich Hamburg Platz 4, ja, Tabellenplatz 4. Und Frankfurt ist, glaube ich, noch weiter oben. Ja, nein, das sind sie nicht. Sie sind dahinter mit 4 Punkten. Das Spiel gab es im Pokal vor 2 Jahren. Damals hat Frankfurt ja 5-2 gewonnen. Und in der Liga weiß ich gar nicht, wie die Bilanz steht. Die spielen erst am Sonntag. Ja. Muss ich mal vielleicht auf Bundesliga.de gucken, ob das irgendwo da vorkommt. Egal, jetzt Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV. Ach komm, langweilt mich halt. Wird bestimmt 20 Minuten lang oder so. Neuauflage. Das ist nicht wahr. Also wie gesagt, wenn ihr nochmal die Regeln sehen wollt, Ankündigungsvideo schauen. Damit steht es 1-0 für Hamburg, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. 1-1, 2-1 für Frankfurt.
Es steht wieder nur 2:1. Ein paar mehr Tore würde ich mir in Zukunft auch wünschen. So, und damit wäre der Spieltag schon wieder vorbei. Frankfurt gewinnt gegen Hamburg mit 2:1. Erste Punktverlust für Hamburg. Erste Niederlage halt. Und ja, das wäre es auch wieder für heute. Die Tabelle findet ihr wie immer in der Infobox. Ist da verlinkt. Das Google-Dokument. Dann verfasst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Thank you.